So, dann wollen wir weitergehen. Hier. Ah, ich habe schon wieder gemacht am Anfang. So ganz instinktiv habe ich die Tasten benutzt. Aber nee, das wollen wir nicht mehr machen. Ah, schön, hier geht's schon runter. Hier oben müssten wir alles erledigt haben. Also das Schwert aus der einen Tür haben wir geholt. Und danach gab es keine Verzweigung mehr. Das heißt, wir schauen jetzt mal hier runter. Dadurch, dass wir jetzt eine. Oh, Schalter. Dadurch, dass wir jetzt eine Etage tiefer sind, kriegen wir auch mehr Erfahrungspunkte. Also jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, also werfen, schlagen, zaubern, kriegen wir die Erfahrungspunkte. Und je nachdem, auf welchem Level wir sind, sind das dann halt mehr oder weniger. Also ungefähr war es, glaube ich, pro Tiefe, also pro Level, das wir runtergegangen sind, ist es ein Multiplikator mehr. Also doppelt so viel, dreifach so viel und so weiter. Aber da mag ich mich irren. So, wer braucht die Rüstung überhaupt? Du hast nur Ninja-Hose. Das passt nicht. So, dann haben wir noch einmal ein Leder-Torso. Das ist bestimmt besser als so ein Umhang. Obwohl, davon wird es nicht besonders viele geben. Behalt das mal. Dann kann Nabi die Ledertunik tragen. So, dann noch einmal ein leerer Wasserbeutel und Essen. Essen ist immer gut. Ah. Der hat uns einfach wieder zurück teleportiert. Wie sollen wir da durchkommen? Richtig time. Okay. Jetzt? Nein. Ha. Oh, sind wir überladen? Ja, wir sind überladen. Ah, wegen der Fußverletzung. Das ist doof. Geben wir dann mal die Kiste ihm. Er ist auch überladen. Geben wir die Kiste ihm und so weit, so gut. Also jetzt. Ah, na also. Der Kompass wird noch sehr wichtig werden, weil später gibt es ja Gegenden, wo man einfach so gedreht wird. Und das bekommt man nicht unbedingt mit ohne den Kompass. Also in dieser Ebene glaube ich noch nicht, aber ein, zwei Ebenen tiefer. Das heißt, wir müssen immer ein Auge oben auf den Kompass haben. Wähle deine Tür, wähle dein Schicksal. Das ist die Kammer des Guardians, also des Beschützers. Oh, ich glaube, hier waren ganz nervige Gegner. Den lassen wir erstmal. Die Schatzkammer. Schatzkammer klingt gut. Du musst für den Eintritt bezahlen. Haben wir noch Münzen? Wir hatten nur eine für den Brunnen, ne? So viel zur Schatzkammer. Mach die Tür mal wieder zu, damit wir uns merken, dass wir da noch nicht drin waren. Jedenfalls nicht richtig. Die Matrix. Nicht der Film, sondern ich glaube, das war ein Teleporter-Rätsel. Oder Dreher, eins von beiden. Gucken wir einfach mal. War da gerade ein Dreher? Nö. Also der Pfeil zeigt nach Osten. Pfeil zeigt nach Süden. Immer noch Süden. Osten. Ah, da hat sich gerade gedreht. Habt ihr gesehen? So, jetzt bin ich wieder nach Osten ausgerichtet. Immer noch Osten. Kein Dreher bisher. Jetzt gucken wir nach Norden. Immer noch Norden. Ah, da ist ein Schalter. Okay, hier in der Ecke ist das aufgegangen. Ein Schlüssel ist immer gut. Ein Säbel. Ist der jetzt besser als das Schwert? Hat bestimmt auf jeden Fall andere Angriffsmöglichkeiten. Also mit dem hier kann ich Swing, Parry und Chop. Also schwingen, parieren und von oben zuschlagen. Und der hier kann nur Slash und Parry. Aber das dritte ist noch nicht freigeschaltet. Also später, sobald er einen höheren Kriegerlevel hat, kann man damit bestimmt besondere Angriffe machen. Oh, eine feine Robe. Geben wir mir doch mal eine feine Robe statt die einfache Robe. So, also das war hier so eine kleine Geheimecke. Also wir gucken nach Norden. Immer noch Norden. Ja, wir haben langsam zu viel Essen. Immer noch Norden. Nix.
Westen. Immer noch Westen. Ah, da ist ein Dreher. Richten wir uns wieder nach Westen aus. Und wir sind wieder beim Eingang. Also sind wir jetzt einmal außen rum. Gucken wir mal kurz in die Mitte rein. Also zeigt nach Osten. Zeigt jetzt wieder nach Osten. Hier scheint aber nichts zu sein. Immer noch nach Osten. Nö. Gehen wir jetzt mal eine Reihe weiter mittig. Zeigt nach Westen. Wir orientieren uns neu nach Westen. Nö. Wieder nach Westen. Okay, also war es wirklich ein Drehrätsel. Und da wir gerade den Kompass gefunden haben, war es kein Problem. Und das einzige Wichtige hier drin war der Schlüssel anscheinend. Dann werden wir aus jedem Raum Schlüssel brauchen. Ja, ich glaube, so war das. Eigentlich dachte ich, man bräuchte da andere Gegenstände, aber so kann sich das Gedächtnis täuschen. Neue Kiste mit. Oh, Schriftrollen. Hoffentlich neue Zauber. Ja, stellt eine Stamina Potion her. Gut, das kommt gleich ins Zauberbuch. Und manche Türen können mit dem Aso-Zauber geöffnet werden. Das ist der kleine Schädel. Das ist auch gut. Das heißt, Zauberbuch auf. Du nicht. Du ja. Und du da. Gut, also haben wir jetzt eine von den Starterruhen und das hier ist ein Stamina-Trank. Eine von denen und das hier ist eine Feuerfackel. Einer von denen, der hier und der, ist ein Giftpfeil. Und einer von denen und der ist ein Zauber, um Türen zu öffnen. Der Zauber ist noch recht wichtig später, weil man ja nicht an jede Tür rankommt, weil da Fallgruben vor sind oder irgendwelche Teleporter, wodurch man dann den Spruch ablenken muss, dass er die richtige Tür trifft. Aber ja. Was aber schon mal gut ist, wir können jetzt unsere Priesterlevel trainieren, wenn wir es denn wollen, indem wir einfach immer wieder Tränke herstellen, trinken, Tränke herstellen, trinken. Gucken, wie lange es dauert, bis er sein Level up hat. Ah, aber er ist schon Apprentice Priester. Das könnte ein bisschen dauern. Deswegen gucken wir mal bei unseren Kriegern in Anführungszeichen. Er ist noch gar kein Priester. Und er schon. Also geben wir mal Gosmog kurz die Flasche. Und gucken, wie lange es dauert, ein Level abzubekommen, wenn man noch gar keine Fähigkeiten drin hat. Wenn er es denn überhaupt hinbekommt. Und das Mana wird wahrscheinlich vorher alle sein. Na gut, dann schlafen wir einfach mal. Das will ich jetzt rauskriegen. Aber wir sind ja eigentlich jetzt schon im dritten Level, wenn ich mich richtig erinnere. Also das erste Level ist das mit den Spiegeln, wo wir unsere Helden her haben. Das zweite, das Level davor. Also vor diesem hier. Und jetzt das dritte. Das heißt, die Erfahrungspunkte müssten eigentlich schon okay sein. So, müssen jedes Mal neu trinken. Ah, Priesterlevel. Schön, schön. Er hat bekommen Vitality, Anti-Magie, Anti-Feuer. Oh. Anti-Feuer hätte er eigentlich nicht bekommen sollen. Also laut dem Guide, den ich gelesen habe. Komisch. Aber gut. Du kriegst dein Schild zurück. Und er sollte eine Waffe in die Hand nehmen. Oh, das sind Goldmünzen. Das heißt, wir können in die Schatzkammer rein. Das ist doch auch schön. Auch wenn es komisch ist, für den Eintritt an der Schatzkammer Gold zu bezahlen. Das sind falsche Türen. Das ist die Matrix. Da ist die Schatzkammer. Also, eine Münze. Reicht nicht. Zwei Münzen. Was für ein Zufall. Sarkasmus aus. So, rechts steht Elijah. Das heißt, Elijah kann werfen. Wenn er was zu werfen hat. Ups. Jetzt muss Nabi werfen, weil er links steht. Ah, oh, was geht ja schon recht fix. Also mit dem Sterben der Monster. Ich hätte nichts sagen sollen. Schmeiß. Nabi kann werfen. Ja. Nur Nabi kann werfen, der Rest geht daneben. Kann die Mumie nicht mehr nach rechts gehen, dann kann die auch getroffen werden, falls der Falsche wirft. Nabi, Wurfstern.
und wir haben nichts mehr zu werfen. Mumie steht genau auf der Keule drauf. Ah, jetzt schnell. Stirb, 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 stirb. Dann kriegt Nabi Ninja-Level. Also, wenn die Gegner Schaden nehmen durch geworfene Sachen, weil ich ihn halt gerade ausgewählt habe. Die sind ein bisschen schneller geworden. Im Gegensatz zum Originalspiel habe ich die. Kommt mir jedenfalls so vor. So, das war's jetzt aber hoffentlich. Keule. Du Keule. Ja, doch, mit den Wurfwaffen sieht es langsam gut aus. Er ist schon mal voll, also kann fünfmal werfen, bevor er nichts mehr hat. Er könnte noch ein paar gebrauchen. Das gleichen wir mal kurz aus. So, und wir sollten kurz rasten. Vorher aber ein bisschen Mana verbrauchen. Du machst Licht. Du machst Licht und Licht und du machst auch Licht. Und Licht und Licht. So. Jetzt können wir schön rasten, bis sie ihre Lebenspunkte wieder haben. So. Dann schauen wir bei. Zaubere deinen Einfluss, zaubere deine Stärke. Wir haben ja gerade den Zauberspruch gelernt, wie man Türen öffnet. Das machen wir einfach mal. Das war der und der Schädel. Und ein Zauberlevel bekommen. Schön, schön. Neophyten-Wizard. Weisheit und Antimagie. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwas auf die Druckplatte da hinten werfen. Oder auch nicht. Irgendwas Schweres werfen. Ist da was drin? Voll mit Essen. Ja, da will ich nicht riskieren, dass es aus Versehen runterfällt. Zauberstab kann nix. Das Schwert hier. Ja, schön. Und ein Ninja-Level bekommen. Das sind Stärke und Dexterity. Also wie er tragen kann, Nahkampfschaden für Stärke und wie gut er trifft und wie schlecht er getroffen wird durch das Dexterity. So, dich müssten wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Na gut, ich nehme es erstmal mit und nach dieser Folge gucke ich, welche von den beiden Waffen besser ist. Oh, die wollen nicht, dass man das Gold nimmt, ha? Huh? Willst du dafür ein Stück Pilz? Das war doch mal ein guter Tausch. Oh, du solltest nicht mit der Münze werfen, die brauchen wir bestimmt noch. Ja, die brauchen wir bestimmt noch. So, ja, Geronimo, alle drauf da. Der steht nämlich gerade richtig schön mittig. Oh. So, schnell alle einsammeln, bevor der nächste kommt. Dich auch noch. So. Aber schön, der macht das richtig toll automatisch, dass die Sachen wieder in den richtigen Slot reinkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Originalspiel auch so war. Oh, man kann zwei Keulen untereinander. Das ist gut. Dann sind wir jetzt fast voll ausstaffiert, was Rohwaffen angeht. Ein bisschen Nahrung loswerden. Aber wir sind echt durchgehend überladen. Na ja gut, die Fackeln könnten eigentlich alle weg. Die wiegen ja auch 0,9. 1,1, ja. Weg mit den Fackeln. Falls wir irgendwelche Gegenstände für Druckplatten brauchen, nehmen wir was anderes. Wir haben ja mehr als genug Essen. So. Oh, noch ein Pfeil. Und ich höre was. Oh ja, dich höre ich. Oh, und da ist ein Steinmonster. Ich mag keine Steinmonster. Und Elijah hat einen Ninja-Level bekommen. Schön, schön. Ja, die Steine sind sehr langsam, aber dafür sehr garstig. Ich glaube, die haben sogar vergiftet oder irgendetwas ähnliches gemacht, was recht nervig war. Das heißt, unsere einzige Chance ist eigentlich, durchgehend Sachen gegen die zu schmeißen. Oh, da bist du ja schon. Durchgehend Sachen gegen die zu schmeißen oder halt unser Giftzauber. Wenn wir denn die Mana dafür hätten. Ja, Zauberer-Level. Schöne Sache.
Wir würden jetzt nur noch gerne. Also er steht rechts. Das heißt, werfen können Gosmog und Elijah. Und für noch was reicht der Mana nicht aus. Doch. Ah, schön. Ja, als ich das noch nicht wusste, früher war das richtig nervig. Weil wenn man da einfach nur in Nahkampf rangeht, ist man ganz schnell tot. So, du hast schon zwei Keulen, du brauchst noch eine zweite Keule. Und ja, die droppen echt nur Steine. Das ist ärgerlich. Oh, ein Zauberstab, was machst denn du? Zauberschild und Heilung, das ist gut. Oh, noch einer. Weg, 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 weg. Ich hätte schwören können, die kommen erst später im Spiel. Aber na gut. Jetzt haben wir aber keinen. Doch. Einmal kann er noch einen Giftpfeil, wenn er denn durchkommt. Weil er wird keinen besonders hohen Zauberlevel haben. Und er kann auch nochmal. Also rechts steht er. Das heißt, er kann los. Geht nicht. Z ist grün, der steht links. Geht nicht. Das heißt, wir wechseln mal ganz kurz. Das kann man ja auch machen. Und du hast auch noch. Gosmog steht rechts. Ha. Huh. Oh, okay, die Brocken kann man nicht wirklich weit schmeißen. Und du solltest nicht den Zauberstab in der Hand behalten, den brauchen wir für später. So, jede Menge Keulen, weil diese blauen Dinger, was auch immer das genau sind, haben jedes Mal eine Keule dabei. Leider kann man hier keine Gegenstände verkaufen und kaufen. Im Gegensatz zum zweiten Teil von Dungeon Master. Das finde ich ganz cool da. So, jede Menge Münzen. Und eine magische Box. Davon haben wir doch schon zwei. Alle überladen. Mann, Mann, Mann. Ja, wir brauchen unbedingt ein paar Level in Krieger und Ninja, damit sie mehr Stärke haben allesamt. Aber es kommt schon mit der Zeit. Durch das ganze Werfen vor allem. So, jetzt können wir da Sachen reinwerfen. Probieren wir erstmal Kupfer. Ja, ein Kupfer hat gereicht. Da. Was hat das jetzt gemacht? Oh, hier ist ein Schlüssel, das ist gut. Also haben wir schon zwei Schlüssel. Wie viele Räume waren das eigentlich, in die wir da reingehen konnten? Noch mehr Essen. Ja, wir spammen jetzt erstmal ein bisschen Fackel und rasten dann eine ganze Weile, damit wir hungrig genug werden, um ein bisschen Essen aufzuessen. Ist jetzt zwar langweilig, aber es ist relativ notwendig, dass wir ein bisschen Powergaming betreiben, sonst werden wir später nicht zurande kommen. Oh, ein Zaubererlevel. Schön, schön. Rasten. Das geht ja noch auch relativ schnell mit dem Hochheilen. So, aber erstmal wieder abspeichern.